Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Bei euch ist mächtig was los im Horoskop. In der Liebe kann es heiß hergehen. Für eure Karriere gibt es jede Menge Chancen, aber es lauern auch ein paar Fettnäpfchen. Wenn ihr euch deswegen eine Beratung bei mir holen wollt, meldet euch gern bei mir. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage. Alle Infos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch in meiner monatlichen Verlosung gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt und was ihr dafür machen müsst, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Bevor wir in eure heißen Herbststerne gucken, erst noch der Hinweis, dass ihr noch mehr Informationen über die langfristigen Tendenzen jederzeit im Jahreshoroskop 2018 abrufen könnt. Das gibt's als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Und darin erfahrt ihr auch, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. In eurem Fall ist das natürlich der Uranus, der für die nächsten 7 Jahre eine Spannung zu eurer Sonne bilden wird. Jetzt im Oktober spielt für euch die Venus die Hauptrolle und die steht im Skorpion in eurem 10. Karrierehaus. Dort wird sie am 5. Oktober rückläufig und zwar bis zum 16. November und sie wird dann den ganzen Dezember über bis in den Januar nochmal im Vorwärtsgang durch das 10. Haus laufen. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, die Venus im Karrierehaus zu haben, denn man kann sich dann in einem besonders vorteilhaften Licht darstellen und tritt bei Präsentationen charmant und zugewandt auf. Und außerdem verstärkt es das Charisma. Aber sie steht halt auch in Spannung zu eurer Sonne und im Laufe des Monats auch noch zu Mars, Lilith und Uranus und sie wird eben rückläufig. Und das hat so seine Tücken. Rechnet damit, dass eure Geschäftspartner oder Vorgesetzten bei ihren Wertvorstellungen die Meinung ändern oder bereits getroffene Abmachungen wieder ändern möchten. Dabei kann es auch ums Geld gehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr alle Absprachen schriftlich festhaltet und gegebenenfalls auf die Einhaltung von Verträgen besteht. Immerhin zeigt Glücksplanet Jupiter bei euch im 10. Haus, dass ihr durchaus Leute habt, die auf eurer Seite stehen. Vom Aspekt her zeigt die Spannung zur Venus auch eine gewisse Gefährdung eurer Liebesbeziehungen an, wenn ihr zu impulsiv seid und zu sehr nur eure eigene Seite der Sache seht. Bei allen Verhandlungen oder Beziehungsgesprächen dürft ihr nicht zu aggressiv und rechthaberisch auftreten und solltet euch kompromissbereit zeigen. Das fällt aber nun schwer, weil Mars und Lilith eben bei euch im Zeichen stehen und das macht euch eher gereizt und konfliktbereit. Zum Neumond am 9. Oktober hin kann sich diese Spannung zuspitzen. Da gibt es einen ganz direkten Konfliktaspekt zwischen der Chefetage hier oben mit der Venus und euch persönlich mit Lilith und Mars im Wassermann. Und die beiden können euch einreden, dass es das alles nicht wert ist und dass ihr lieber eure Brocken hinschmeißen solltet, wenn Chef oder Chefin oder auch der Beziehungspartner die Meinung ändern oder Abmachungen nicht einhalten. Doch die Venus wird auch wieder in den Vorwärtsgang gehen und dann seht ihr das vielleicht schon wieder anders. Deshalb tut erstmal nichts aus einem Impuls heraus, was euch selbst schaden würde, selbst wenn ihr den Geschmack von Freiheit und Unabhängigkeit genießen wollt. Und das gilt auch, wenn es zu einem Beziehungskrach kommen sollte. Ihr solltet im Oktober viel Sport treiben und viele körperliche Aktivitäten anstreben, damit diese Mars-Energie irgendwo hin kann. Und wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr nicht streiten, sondern lieber erotisch und sexuell miteinander aktiv werden. Die Singles unter euch wirken interessant und verführerisch. Und in diesem Monat steht ja der Mondknoten immer noch in eurem Partnerhaus. Deshalb solltet ihr nichts anbrennen lassen. Aber es kann mit der rückläufigen Venus erstmal recht kompliziert anfangen, sodass ihr womöglich gleich die Lust wieder verliert. Da würde ich aber erstmal dranbleiben. Das kann sich lohnen. Eine leichte Entspannung nach dem Neumond verspricht das Wochenende vom 13. und 14. Oktober. Und die Sonne in der Waage bildet ja auch noch einen günstigen beziehungsfördernden Aspekt zur Wassermannsonne bis zum 23. Oktober. Und dann an dem Tag um 13:22 Uhr wechselt die Sonne dann in den Skorpion und aktiviert für die kommenden 4 Wochen euer Karrierehaus. Und das verstärkt nochmal die Tendenzen, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Ihr habt sehr viel Energie, um beruflich voranzukommen, aber ihr müsst eben darauf achten, dass ihr nicht zu ungeduldig und gereizt reagiert, wenn eure Geschäftspartner oder Vorgesetzten ihre Meinung ändern oder Finanzen neu verhandeln wollen. Der Vollmond am 24. steht zusammen mit Uranus und der rückläufigen Venus sehr angespannt zur Wassermannsonne, besonders für die Januar-Wassermänner.
Aber das gesamte Wassermannzeichen empfängt in diesen Tagen nur Spannungsaspekte. Das seht ihr an den roten Strichen hier in eurem Zeichen. Und da könnte euch dann echt der Kragen platzen. Deswegen mein Tipp, auch wenn ihr in einer Sache recht habt, lasst es nicht zum Bruch kommen. Das gilt auch für eure persönlichen Beziehungen. Diese Anspannung geht auch wieder vorbei. Der Mond in den Zwillingen sorgt zum Beispiel am 27. und 28. ein bisschen für Ausgleich. Deswegen haltet bis zu dem Wochenende durch, ohne radikale Entscheidungen zu treffen. Am 31. Oktober zur Halloween ändert sich die Energie sowieso spürbar. Denn der Mond geht dann in den Löwen, in euer Partnerhaus, der Merkur geht in den Schützen und die Venus läuft zurück in die Waage. Und das sind dann alles günstige Aspekte zur Wassermannsonne. Deswegen habt ihr dann sicherlich allen Grund, Halloween zu feiern und das solltet ihr auch ausgiebig tun. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.